deinen Sitz richtig ein und schneid dich an. Check bitte vor dem Anfahren die Verkehrssituation. Also wir nehmen ja auch diesen Simulator zum Einstieg für diejenigen, die dann hauptsächlich auch erstmal Angst im Straßenverkehr haben, die denen dann auch die Angst weggenommen wird. Also das Gerät setzen wir eigentlich so ein, dass derjenige 2, 3, 4 Unterrichte hat, ja, und dann die erste Stunde am Simulator benutzt, die Grundeinstellung wie die Fahrzeugeinstellung, das Anfahren üben, ja, dass da halt dann in der ersten Fahrstunde, also wenn es dann im Straßenverkehr losgeht, die Bedienung halt einfacher ist. Die werden zurzeit nicht anerkannt. Ja, der Gesetzgeber lässt das noch nicht zu, aber das wird bestimmt mit Sicherheit irgendwann mit der Zeit kommen, dass das komplett verpflichtend ist, dass da auch jede Fahrschule so einen Simulator haben muss. Soweit mir bekannt ist, dass die Fahrschulen in Frankreich zumindest alle erstmal auf dem Simulator fahren müssen. Ja, und dann denke ich mir, das wird auch irgendwann hier kommen. Vergiss das Hochschalten nicht. Genau. Man lernt auch schon die Verkehrsbeobachtung, das Lenken, das Umgucken, also die Umsicht, ja, Fahrzeuge, ja, Abbiegen vom anderen Fahrzeug, wie das halt so in der Realität dann funktioniert. Das Rückwärtseinparken ist noch nicht drin, aber das wird irgendwann mit Sicherheit kommen. Ja, soweit mir bekannt ist, gibt es das hier schon auch für den Lkw-Bereich. Und im Lkw-Bereich funktioniert das, dass der Fahrschüler halt auch rangieren kann. Auch das Anfahren am Berg, ja, kann man hier dann trainieren. Das ist für beide eine Erleichterung, zunächst für den Fahrschüler und für den Fahrlehrer. Der Fahrschüler steigt dann in der ersten Fahrstunde ein und kann schon besser das Fahrzeug bedienen, wirkt auch nicht im Straßenverkehr ab. Ja, es funktioniert einfach reibungslos, der Ablauf. Ja, bis auf das Bremsen halt, ja, da ist es noch nicht so Realität wie im Pkw. Jetzt ist frei. Du kannst ab.